Ja, jetzt müssen normalerweise Winde laufen. So. Willst du im Horror nur Games haben, die Angst machen? Ja, also ich habe so entweder mal so kurze Titel gerechnet. Davon kommt PC essen. Oh. Ah, scheiße. Ich dachte, der erwischt mich gerade nicht. Ja, schon. Oder eben mit Atmosphäre. Also, ich finde es schon Atmosphäre, aber nicht so extrem horrormäßig von Bioshock. Also, da gibt es dann schon mit mehr Atmosphäre und so. Aber wir können schon mal einmal machen. Also... Fehl 12. Ja, Betty. Heute bei Zero könnte es passieren, Betty. Heute bei Zero könnte das passieren. So. Jetzt abwarten. Mitten, was machst du denn? Abwarten. Okay. Jetzt heulen wir hier mal. Nein, Gian, ich habe Mass Effect noch nie gezockt. Also, ja, du kannst mich da jetzt niederschlagen. Wie gesagt, ich mag eigentlich das Space-Ding gar nicht so gerne. Scheiße, wie soll ich mir das denn merken? Jetzt wartet mal. Rauf, runter, rauf, runter, mittig, rauf. Rauf, runter, mit... Nein, rauf. Scheiße, ich merke mir das nicht, Leute. Was hatte ich richtig? Okay. Ich freue mich. Scheiße. Nein, es hat nicht gepasst. Ich könnte hier eigentlich mein Blöckchen holen. Ich habe hier irgendwo mein Blöckchen gehabt. Okay, jetzt nochmal. Nochmal. Rauf, runter, rauf, runter, mittig, rauf. Ja, das hat ja gepasst. Oh. Scheiße, Mann, ey. Das, aber ich muss hier schon, ich muss hier halbes, ganzes. Halbes, ganzes. Jetzt doch mal. Rauf, runter. Rauf, runter, mittig, rauf. Ich mach das ja. Ah, ich hab's jetzt. Er ist halt cool. Ja, die Smiley sind echt cool von Ari, ne? Die sind echt cool. Sind die auch cool. Okay, das Feuer und das Kabau, das haben wir auch. Achso, das ist dort Giuliano. Ich finde den Käse so cool. Nein. Oh, scheiße. Okay, warte mal. Ganz kurz. Oh, das grüne Geistchen, das ist ja voll süß. Jetzt machen sie gerade. Du sollst einer der coolen Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Jetzt geben sie richtig Smile Battle. Ja, ich wollte sagen, Smile Battle gibt es jetzt. Okay, mach mal weiter. Okay. Jetzt geht's ab, hey. Oh nein, ich mag gehen. Ob wir das mit dem Horror-Kit noch schaffen werden heute? Ich habe noch eine halbe Stunde. Fuck, ich habe nicht mehr so viel. Okay, Gian, du darfst deine Emotion nicht zu früh verschießen, alles. Ich glaube, das muss ich aber jetzt da heulen. Mittig, rauf, runter. Mittig, rauf, runter. Okay.
Mittig. Rauf. Runter. Mit. Ach, scheiße. Das war falsch. Nochmal. Nein! Mittig. Rauf. Runter. Mittig. Rauf. Runter. Mittig. Rauf. Runter. Mittig. Rauf. Runter. Scheiße, hat nicht ganz gepasst. Mittig. Rauf. Runter. Nein, das passt auch nicht. Ich muss. Nein. Ach, Mann, ey. Ich verschieße immer zu früh. Scheiße, ich kann mich gerade nicht aus. Okay. Mittig. Rauf. Runter. Mittig. Rauf. Runter. Ich mach das mittig, der andere zu klein. Ja, eure Fans muss ich jetzt passen. Das ist ein hässliches Lied. Oder? Ja. Also das Geheul der gefällt mir nicht so gut. Immer schön zu sehen, wie der nächste Seiler. Nur weil ich jetzt kurz so gelacht habe, ne? Ja, ich bin auch Koch, Juliana, ich darf das. Oh, du scheiß Horkita, ich hasse dich. Link ist ein Stimmbruch. So. Erklär mir das mit Koch, Denise. Ja, Juliane, wir Köche sind immer pervers. Also es gibt keinen Koch, der was nicht pervers denkt, ohne Spaß jetzt. Also, echt, es gibt echt gar kein. Also ich, meine Kollegen und ich, wir denken immer, meinen ganzen Tag zweideutig. Ja, also definitiv. Also Köche sind alle pervers. Also Link, auf normalen Weg schaffst du das nie. Viele Bilder an den Jumpman krass. Ja, ich weiß. Also wenn wir Bratwürste in der Hand halten, ist es bei euch oder sowas. Also wenn ihr Bratwürste in der Hand hält, ist bei euch vorbei oder was? Ja, es gibt eine. Entschuldigung, ich stelle es mir gerade so bildlich vor. Deswegen. Wir wurden es gerade so, wie wir die Würste in der Hand haben und uns gerade so krumm lachen, wisst ihr? Ich stelle mir das gerade so bildlich vor. Es ist halt dann so, Ach, Giuliano, wir haben schon mit Sahne rumgespritzt. Glaub's mir, es war schon extrem schlimm, ey. Da hat die ganze Küche ausgeschaut, ey. Also, ja. Hä? Hä, wo ist denn jetzt dieser blöde... Ich habe schon vieles in der Küche erlebt, also. Ich kann nicht mehr. Entschuldigung, du hast das gesagt. Nicht ich. Also ich glaube, er ist da oben. Ja, es gibt noch für lustige Szenen. Also, ja, es gibt mit dem Barkellner gibt es extrem krasse Szenen, aber die sind nicht jugendfrei. Die sind sogar, glaube ich, erst ab 21. Ich glaube, ich muss Koch werden. Ja, Juliana, werde doch Koch. Koch ist ein schöner Beruf. Koch ist schön. Also, ich glaube, du bist da runter, oder? Von da bin ich doch gekommen, oder? Nein, von wo bin ich gekommen? Ich glaube, Denise, wir haben demnächst von Twitter Twitch gesperrt. Zu viel perverse Inhalte. Die interessieren sich dafür das nicht, was ich hier rede. Verstehe mich eh die halbe Zeit nicht.
Wir müssen den Druck an der Dose kontrolliert benutzen. Ja, echt, das ist echt so. Wir Köcher sind, perverser geht's, glaube ich, kein Berufe. Passen. Heute Abend perverseste Ausbeute, nicht schaltet ein. Wo ist denn der Horror-Kit da jetzt? Ja, das habe ich gefunden. Ja, Arsch. Wir gehen dir sein. Wie gehen dir seine machen? Was? Okay, er ist da in die Richtung. Lass mich in Ruhe. Hä? Ich bin schon so blöd, einen Eingang zu nehmen. Eine Trommel oder so, aber dabei hört sich das richtig gut an. Ich glaube, dass das kleine. Dem hörst du nämlich, wenn der so trötet. Gib dir mal Herzchen ab oder so. Ich brauche ein Herz. Ja, mich wundert auch, dass die Bianca jetzt da noch nicht dabei war, der Bauerkonfrontation mit dem Perversdenken. Eigentlich ist Bianca unsere Queen darin, nicht? Also, Bianca ist mal kurz weg, okay. Oh Mann, ey, leck mich doch am Arsch. Ich bin ja mal gespannt, wenn ich diese ganzen Videos auf YouTube stelle, ob die YouTube mich gesperrt hat. Wegen zu perversen Inhalt. Okay, das ist irgendwo in der Nähe, der Kleine. Mensch, immer wenn ich weg bin. Queen, what? Ja, komm, Bianca. Brauchst du jetzt nicht leugnen anfangen. Da ist er ja. Diese Art hat uns beiden so gute Vorlagen gegeben. Ja, echt, ich habe echt gute Vorlagen gegeben, Bianca. So. Und ich hab's dann. Geronimo! Es ging einfacher als gedacht, muss ich sagen. Tut den Kleinen doch nicht weh. Ach, Bianca. Ist meine Khaleesi. Oh, in der nächsten Woche, Leute, da du. Ich freue mich ja so. Eigentlich geht's weiter. Apropos da du. Ich hab eine persönliche Beschwerde gekriegt. Das ist so krass, ey, ich sag's euch. Als ich das gehört habe, was der Gast da gesagt hat über mich, ich wäre fast durchgedreht. Also manche Leute wissen echt nicht, wie sie sich benehmen sollen heutzutage in unserer Gesellschaft. Arschloch. Müssen jetzt da kleine Frechdachse. Oh, jetzt kommt. Ja! Ich muss immer eine Khaleesi sein. Warte, ich sag's euch gleich, die Geschichte. Das war klar. Da.
Ja, mach doch mal. Ja, Chian, du musst echt jemanden hauen. Also, den Gasten kannst echt hauen. Naja, ich hab ja, da La Familia stehen mit den drei Eulen, ne? Und ich habe halt eine Kochjacke, die geht bis hierhin. Und, ja, ich war halt am Frühstücksbuffet draußen. Habe eigentlich nicht daran gedacht. Mein Gott, Tattoo ist Tattoo, also heutzutage wird das hoffentlich angenommen. Und dann haben sie den Gast, da hat der Gast mit dem Kellner gesprochen und der Kellner hat gesagt, der Gast hat sich über mich beschwert, weil er es nicht hygienisch findet, wenn der Koch mit einem offenen Tattoo rumläuft. Er hat noch gesagt dazu, seine Kinder haben vor mir Angst deswegen. Ich habe dann gesagt, ja, okay, gut, ich würde jetzt verstehen, wenn ich, keine Ahnung, Totenköpfe abgeschlagene Ding, vielleicht würde ich es verstehen, aber doch, irgendwie auch nicht. Aber ich habe doch drei Eulen drauf, hallo? Ganz normales Tattoo, der hat sich voll beschwert über mich. Und dann habe ich als geheißen, also der Küchenchef hat zum Glück auch nur gelacht und hat gesagt, ja, es ist nicht schlimm, aber ich soll schauen, dass ich jetzt immer die lange Kochjacke, wenn ich im Frühstück draußen bin, habe. Echt, ich dachte mir, ich leck. Also verreck ich. Und du machst mich. Manche Leute wissen nicht, wie sie sich benehmen sollen. Denn es kommt später Ausschloch. Ist was los? Muss jemand haben? Ja, wie dumm. Oh mein Gott, was für Flaschenbitte. Ich glaube, ich spinne. Ja, echt jetzt. Ich dachte mir auch. Ich dachte, ich wäre gerade echt im falschen Film, als ich das gehört habe da. Aber ja, der hat sich über mich beschwert. Umspuck, es wäre eine Idee gewesen. Ich hoffe, wenn du da zuschaust, du da draußen. Okay, da war ein erwachsener Mann. Ja, ich habe den Kindern Angst gemacht, Leute. Ja, ich hatte. Die wissen schon, welche Eltern die arme Kind haben. RIP Gesellschaft. Ja, echt, ich glaube, die Kinder haben keine Angst gehabt. Die haben kurz raufgezeigt und haben gesagt, was hat die denn da, Papa? Aber er hat gesagt, ich habe ihnen Angst gemacht. Diese fucking Shit, den meine ich eigentlich. Ja, das nächste Mal mache ich das echt. Hey. Ja. Unsere arme Zivilisation, so langsam. Mit drei süßen Eulen. Die armen Kinder müssen ja ihr Leben lang Angst haben dann. Hey. Wenn die jetzt vorher schon Angst haben. Das redet mal nicht. Das hasse ich jetzt. Wo muss ich die hinbringen, diese Arschlöcher? Wir müssen Kinder Angst haben davor. Ich kacke. Wir sind die über diese. Führe uns zurück dahin, wo wir da eins gestanden haben. Tust du das nicht, bleibt der Weg in den Händen verschlossen. Das wird das nächste Mal, wenn das Lieses Dorf, dann spreche sie dich nicht drauf an. Hey, aber ohne Spaß, das ist ja der geilste Spruch von allen. Man, keiner würde dich darauf ansprechen. Jetzt warte mal. Das wird richtig kacke. Ich hasse das. Ich hasse das Rätsel. Nein! Nettes Ärschchen. Mist. Nein, statt dann haben die Kinder Angst davor. Ja, dann haben die Kinder Angst vor einem Spruch, ne? Jetzt warte mal, ich kannte ja den. Nein, umgekehrt. Potty Slam! Boom! Gefällt das so? Nein. Ach, ich kann nicht springen. Nein! Oh. Vollkontakt! Was?
Am Ende frage ich auch Denise, warum du Wettervorhersage tätowieren hast wegen Winter. Es kam in 8 Jahren, hat mich sogar schon jemand mal gefragt. Oder sagen wir so, er hat höflich gefragt, was es heißen soll, bitte, Winter is coming und so. Nein. Jetzt kannst du das langsam. Also es gibt dann schon lustige Fragen zu Tätowierungen immer. Jetzt warte mal, ich muss hier. Scheiße. Ja, springt mal dahin. Hau mal halt irgendjemand einen Vorschlag, wie der Scheiß hier geht. Manche Leute haben einfach keine Ahnung, traut diese Welt. Ja, was heißt. Ja, er hat mich halt gefragt, er hat gesagt, was ist denn das für ein Sinn, bitte? Ja, keine Ahnung. Ja, nur keine Ahnung. Es ist immer lustig, was manche Leute so fragen. Oder wenn manche immer so schreien, hey, Game of Thrones oder so, das ist einfach immer lustig. Ah, oh, ich hasse dieses Rätsel. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hasse es. Mama, ich mag nicht. Ich mag nicht jedes blöde Rätsel machen. Was, da musst du dich auf dich selber aufpassen, da musst du aber auf diese Großkotze da aufpassen, dass die nicht immer zusammenrennen. Jetzt warte mal. Nein, so, lass mich einmal runterspringen. Okay. Fuck off. Ich gehöre zu. Oh, oh mein Gott, Game of Thrones. Ich könnte jetzt mal so machen. Vor Kontakt. Boom. Ich will gerne mal meine Lieblingsband tätowiert, habe Angst, dass sie mich nach 10 Jahren nicht gefällt. Ach. Ich glaube, ich muss so machen. Das haben mich viele gefragt, dass ich mich das getraue und bla 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 und weil es könnte mir ja nicht gefallen und so. Verdammt! Ich hätte es so richtig gehabt, aber er zerquetscht mich da. Warte. Ich könnte jetzt aber so machen. Und dann so. Nein, ich hab's nicht richtig. Ich muss. Okay, warte, nochmal zurück. Ich muss nämlich noch eins oben gehen. Dann so. Yes, Baby. Ja. Ich möchte Müsse auf dem Nacken. Ja, wo ich das Zeller zeichne, hat möchte Bianca. Zwei hoch, zwei rechts runter und hoch eigentlich. Und das wär's dann, oder was? So einfach ginge das. Google ist unser Freund. Ach, ich hab's geschafft, auch ohne Google. Oh mein Gott, sie hat's. Du führst zu uns zurück auf unseren rechten Platz. So mach dich nun bereit, tritt in unser Heiligtum. Ich glaube, ich würde mir irgendwas zu Videospielen machen, sagen oder so, weil ich einfach, dass ich bestimmt noch. Ja, ich möchte in den Armen ein paar Videospiele machen. Also wirklich so nur, ich möchte eben von den Zelda-Zeichen so hier herab irgend alles mit Videospielen machen. Also so ein irgend so immer alles, was mir so Videospiel bedeuten. Irgend so ein Zeichen, alles so runter. So ein Controller, vielleicht von allen, aber da fällt mir schon was ein. Aber ich muss jetzt erstmal Fuß fertig machen und dann kommt Arm mal. Ich liebe Tattoos einfach. Ich habe schon, als ich 16 Jahre alt war, immer Tattoos gewollt. Und am Fuß entlang, so wie Denise den Fuß zu tätowieren hat, übrigens von mir, nicht das jetzt nicht wieder faken, verschiedene Sachen halt. Google ist unser Freund. Ja, keine Angst, Bianca. Solange du nicht die gleichen Ideen hast wie ich, solange du nicht die gleichen Sachen machst. Denise hackt sich voll. Ja, echt. Also ich, wie gesagt, ich liebe einfach. Mach den GTA Cheatcode.
Ja, jetzt verwandle ich mich wieder. Jetzt kann ich mich immer entscheiden, ob ich Mensch oder Wolf bin ab jetzt. Yay! Und endlich haben wir das Schwert der Schwerter. Das Schwert erkennt dich als sein Meister an. Da staunst du, hä? Ich bin dabei, Giuliano. Also ich habe die Bücher noch nicht durch, ich bin aber dabei. Und das kleine Ding verfügt über die Magie, die ich gefesselt, gefesselt hielt. Das ist schon etwas ganz anderes als die Magie der Schatten, über die wir verfügen. Pass auf, wenn du die Klumpen berührst, wirst du wieder zum Tier. Dieses Ding ist so gefährlich, wir sollen es gleich hier vernichten. Oder, warte mal, solange wir dieses hier haben, können wir dich jederzeit in ein Tier verwandeln, oder? Außerdem ist es schließlich ein Geschenk von Santo. Wäre doch unheimlich, wenn wir es nicht bei Gelegenheit verwenden würden. Was geht jetzt ab? Sag mir ganz einfach Bescheid, wenn du die Gestalt wechseln willst, und erledige das für dich. Dadurch kann ich dich jetzt auch jederzeit warten. Du musst nur die Wolfsgestalt annehmen, dann geht es ganz einfach. Und übrigens, Link, ich hätte da eine Bitte an dich. Hast du nicht Lust, mit ihm zusammen ein Schattenspiel zu suchen? Er ist irgendwo in Hyrule. Ich weiß auch wo. Weißt du, wo der Schattenspiel ist, womöglich der einzige Weg zu Santo? Ja, sicherlich machen wir das. Natürlich machen wir das. Bin gerade bei beim 5, also bei uns gibt es ja 10, diese der 5. ausgespalten in 2 und bin jetzt beim 5. Ja, dieser, welcher Band denn ist? Ich weiß es gar nicht. Ich habe eins fertig gelesen, danke. Weißt du, bei welchem ich war? Du warst eins vor mir, nämlich. Der Blick von mitten ist voll nice. Ja, ich finde es so süß, wie er sich da so fragt. Willst du mit mir? Wenn ich die Deutsche durch habe, versuche ich mich vielleicht sogar in Englisch. Ich will da alles haben. Echt jetzt? Nein, also Englisch. Ich habe da keine Zeit dafür, muss ich sagen. Also ich lese jetzt, wenn ich Urlaub habe, lese ich wieder mehr. Ich habe ja einen Urlaub. Oh, ich freue mich so auf meinen Urlaub, Leute. Ich werde nur zocken, lesen, Serien schauen, streamen. Ich will YouTube alles. So ein ganz großes Game von, da steht alles über Game von Universum, alles über die Wander und so. Ja, das habe ich auch, Giuliano. Das habe ich auch. Das Buch habe ich auch. Ja, ich bin mir nicht sicher, Bianca. Ich weiß gerade selber nicht. Ich hab irgendwo das Buch da, aber ich. Kann ich nirgendwo hoch? Ich kann doch nirgendwo hoch. Schätze, also sind die da gar nicht Kinder, alles. Genau, also ich finde das voll interessant. Also, das würde ich jedem ins Herz. Ich habe sogar diese Bücher, wo alles von jeder Staffel drin steht. Von Staffel 1 bis 4, wie sie das gemacht haben. Haben wir wirklich alles selbe Buch? Ja, ich glaube schon. Also bei mir steht gar alles drin, über die ganzen Geschichten und so. Jetzt lass mich mal kurz hier aufspringen. Achso, ich muss mich jetzt, warte. Ein Wolf werden. Ich wäre voll cool, weil ich das Buch. Nein, das gab es bei uns. Also, ich habe das von Mediamarkt. Das gab es im Mediamarkt. Wieder zum Mensch werden. So. Jetzt gehen wir jetzt noch aus dem Hain raus, okay? Ja, also ich könnte mich eigentlich warten, die mitten, ne? Wir gehen mal nach Hause. Weil es ist 19 Uhr. Ich muss nicht. Was muss ich da machen? Ja, ich möchte an der Tanke schnell was einkaufen gehen noch. So.
Boah, ist das jetzt wieder hell hier? Kannst dich eigentlich wieder zum Wolf verwandeln? Ja, zum Mensch werden. Gut. Ja. Gut. Hey, Epona. Ja, wir bringen uns noch zu Hause und gehen schnell ins Haus und dann machen wir Finito Incantata. Und wann geht's weiter? Donnerstag geht's weiter. Erst Donnerstag geht's wieder weiter. Mit Zelda. Nur, dass ihr das schon voraus wisst. Du gehst so dank. Ja, wir haben Supermarkt studieren, aber die haben heute alle geschlossen. Heute ist der Ostermontag. Und die Tanke hat auch alles. Die hat so einen Merkur-Shop in sich, bei sich drin. Komm, geh. Hey. So. Ich hatte schon eine wahre Fans haben. So. Ich bin Vicky. Hey, hey, Vicky. Hey, Vicky, hey. So, ich gehe jetzt gerade ins Bett. Ja, stimmt, ich Depp. Mir ist das, ja, mir geht es aber auch immer so, Giuliano. Also recht, wenn ich immer so Wochenende frei habe, so Sonntag, dann ist es immer krass bei mir. So, Leute, ich mache hier mit Zelda Schluss für heute. Wir sind eigentlich gut weitergekommen. Wir haben vergebalgt. Check. Genau, heute ist ja Feiertag, ne? Ja, so, ich gehe jetzt.